Ein paar grobe Bratwürst, eingelegt in einem süß-sauren Sud, lassen die Herzen der Franken höher schlagen. Dass man Bratwurst für einen kulinarischen Hochgenuss nicht immer nur braten muss, erfahren wir heute bei diesem so einfachen und herrlich schmeckenden Gericht. Am Gurten! Hallihallo zum Sonntagabendrezept und heute aus der fränkischen Küche mit einem Lieblingskind des Franken, die sauren Zipfel oder auch blaue Zipfel genannt. Ja, und wenn ihr einem Franken die blauen Zipfel auf dem Teller so serviert, dann kriegt ihr mit Sicherheit ein ganz liebevolles Bastcho. Aber das ist nichts Schlechtes, denn Bastcho ist in Franken das beste und das höchste Lob, was man überhaupt bekommen kann. Und dann meint der Franke, das ist super lecker, spitze, danke schön. Und das bekommt ihr nicht bloß von den Franken, wenn ihr es kocht, denn es ist wirklich mega lecker. Probiert es aus. Und dazu braucht ihr 1 Liter Wasser, 150 Milliliter Weißweinessig, große grobe Bratwürste je nach Hunger und Appetit, 1 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Zucker, 15 ganze Nelken, 15 Wacholderbeeren, 3 Lorbeerblätter, 1 Teelöffel schwarze Pfefferkörner ganz, 3 große süße Zwiebeln, einen kleinen Apfel, ein bisschen Meerrettich, rote Kresse und grüne Kresse. Heute ist ja große Premiere. Wir kochen heute das erste Mal hier vorne auf den Induktionsplatten. Die haben wir ja letztens eingebaut. Ach, da zeige ich euch mal kurz einen Ausschnitt. Und wenn ihr das ganze Video anschauen wollt, das verlinke ich euch hier oben mal. Es war wirklich sehr lustig und es geht total einfach. Und ich bin jetzt ganz gespannt. Und wir kochen jetzt hier als allererstes den Sud. Und zwar kommt jetzt dann das Wasser mit in den Topf. Dazu gebt ihr den Weißweinessig. Und dann auch noch die Gewürze, Salz und Zucker. Daraus wird jetzt dann der Sud, der muss jetzt kurz aufkochen und wir schneiden inzwischen die Zwiebeln. Der Sud, der riecht so gut, der Sud. Und jetzt kommen dann noch die Zipfelchen rein, also die sind ja noch nicht blau, die Zipfel, also die Bratwürste. Die legen wir jetzt noch in den Sud rein, lasst es 10 Minuten ziehen und ich muss mir dann inzwischen noch so ein paar ganz kleine, dünne Scheiben schneiden von meinem Apfel, weil die lege ich nämlich auch doch mit dazu. Voilà, fertig ist so ein richtiges, leckeres, fränkisches, kultiges Gericht. Die fränkischen blauen Zipfel oder auch saure Zipfel genannt. Mega lecker. Und so auf dem Teller angerichtet, ich verspreche euch, ihr überzeugt jeden, auch wenn er nicht aus Franken ist. So ist mir auch gegangen früher, wo ich das erste Mal blaue Zipfel von der Schwiegermutter gegessen habe. Habe ich mir gedacht, erst, aber echt Wahnsinn, das schmeckt so gut. Und ein gutes Bauernbrot dazu, mega, mega lecker. Ja, macht es unbedingt mal nach und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Und wir sehen uns ja immer Mittwoch und am Sonntag zum Rezept für alle, die den Kanal schon abonniert haben. Ja, und wenn du noch nicht dabei bist, dann tu das doch auch gleich und abonniere hier und aktiviere auch das Glöckchen, dann verpasst auch du kein Rezept mehr. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Servus, wir sehen uns die Tage. Eure Joanna. Mach's gut. Ciao, ciao.